Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von World of Pet Battle. Und ja, warum bin ich in den Düstermarschen? Ganz witzige Geschichte. Eigentlich habe ich im Prinzip nur so einen blöden Briefkasten gesucht und das hat mich dann irgendwie bis hierher verschlagen. Irgendwie, weil ich zu faul war, mich nach Stormind zurückzuporten. Und da habe ich mir gedacht, fliegst mal gleich wieder hoch zum Raid von Onyxia und guckst mal, vielleicht hast du Glück und diese Brut ist da und ich hatte Glück, die Brut war da. So sieht das gute Stück aus, den habe ich jetzt gefangen. Sieht aus wie ganz normal dieses Haustier, was man auch bei der Geburtstagsevent von World of Warcraft bekommen hat. Aber den brauchten wir ja nun auch, um endlich den Drachen quasi als gefangen zu ergelten zu machen, weil hier ist der Welpling von Onyxia und der sieht eigentlich wirklich komplett genauso aus. Gut. Ich habe mir gedacht, als erstes, ich habe mir hier gleich mal den Typen angeguckt, welches Level denn seine Haustiere haben, und da habe ich mir gedacht, den machen wir jetzt erstmal platt. Hoffe ich. Wenn er nicht mich auch platt macht. Stimmt, wir haben ja noch dieses. Ich weiß gar nicht, ob das auch für Haustiere gilt. Vielleicht gilt's ja. Schauen wir mal. Und ich würde sagen, habe ich jetzt mein Team auch richtig drin? Ja, habe ich. Ich versuche mich jetzt mal an den und danach würde es dann auch weitergehen nach Tanaris. Okay, gucken wir mal. Und der Typ ist echt langweilig. Der hat dreimal dasselbe Tier, nur mit verschiedenen Namen. Mann. Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen gestört, würde ich sagen. Okay, ich bin blöde. Ich hätte vielleicht auch mal die Tiere erstmal anfangs heilen sollen, ne? Der Frosty sieht ein bisschen, nicht so gut doll aus. Aber na schauen, er muss ja nur vielleicht. Damit sind halt mit der AP klappt. Ja, ich hoffe, dass er jetzt noch den Angriff. Naja, war klar. Ich würde sagen, wir tauschen nicht mal. Blizzard-Bären-Baby. Ja, ich wusste das irgendwie. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass er noch das Territorium wechseln wird. Also hier die Wetterbedingungen. Naja. Ich hoffe, dass wir es trotzdem überleben. Los, kloppen weg. Bams. So, das war der erste. Und er holt Gott sei Dank den rein. Und wenn wir Glück haben, ist jetzt auch dieser Geschichte. Nice. So, jetzt würde ich sagen, wechseln wir auch das Tier. Er lädt auf, das könnte jetzt nämlich ein bisschen heftig werden. Ich wusste es. Aber egal. Auch das werden wir noch packen, irgendwie. Kurz mich nur an, dass er schneller ist als meine. Aber egal, dafür zickt jetzt meine Attacke mehr. Los, den musst du auch noch hinkriegen. Jawohl. Der ging doch. Und zack, Level up. Ich weiß gar nicht, war das jetzt mehr EP? Keine Ahnung. Auf jeden Fall meine neue Fähigkeit kennengelernt. Ausweichen. Und wir haben ein mehr. Down. Gut, dann erstmal Pets heilen. Und nun würde ich sagen, machen wir uns auf nach Tanaris. Ist ja hier Gott sei Dank gleich um die Ecke. Oh, da ist auch noch einer. Egal, den gucken wir uns beim nächsten Mal an. Auf jeden Fall will ich noch schauen, dass ich Tanaris wird schaffe. Vielleicht noch in den Unguru-Krater ein bisschen weiter. Flitze, aber kann ich nicht versprechen. Kommt auch an, wie wir durchkommen und wie viel wir finden. Das ist ja das Wichtige. So. 1000 Nadeln. Da müssen wir wohl noch ein Stück weiter bergab, aber da können wir auch nochmal die Augen offen halten, weil das Gebiet habe ich jetzt erstmal noch außen vor gelassen. Hat auch einen bestimmten Grund. Da ich mich hier eigentlich eher dann erst nachts mal rumtreiben möchte, das habe ich ja schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt gehabt. Und deswegen. Weil am Tage hat es bis jetzt beim Rüberfliegen noch nichts irgendwie Spektakuläres gegeben. Schade eigentlich. Okay, ich müsste wahrscheinlich auch ein bisschen mehr hier über diese ganzen kleinen Inselkuppen mal rüberfliegen.
Aber naja. So, und da geht hinüber nach Tanaris. Und da sind wir. Und jetzt gucken wir erstmal, ja, wie fange ich am besten an? Mich würde auch interessieren, ich werde erstmal den Norden ein bisschen angucken. Was haben wir denn hier? Ein Stinkkäfer. Ich glaube, den Stinkkäfer, den haben wir noch nicht. Nö. Fangen wir. Nice. Komm mal her, du kleiner Stinkkäfer, du. Was haben wir denn hier? Eine Wüstenspinne haben wir auch noch nicht. Zwei Tiere, die wir noch nicht haben. Ich glaube, ich werde den Stinkkäfer killen. Weil die Wüstenspinne ist grün. Ja, Stinkkäfer, tut mir leid. Digga, aber du musst dran glauben. Außer er macht mich fertig. Meine Geschwindigkeit verringert. Die Sau. Trotzdem bin ich schneller wie du. Nur Frosty, wo ist DP? Wir wollen ja auch langsam mal ein bisschen. Nee, nee, den wollen wir nicht fangen. Wir wollen ja auch mal langsam mit den Leveln ein bisschen vorankommen. So. Ach, mal wieder eine Spinne. Also das sind so wirklich die Tiere, die man eigentlich am meisten fangen kann. Spinnen en masse und der heilt sich, das gibt's aber nicht. Okay, einen Schlag noch und dann, aber bitte, um Himmels Willen, kill das Vieh nicht. Ja, aber angreifen durfte trotzdem. Ach man. Schon mal erwähnt, dass ich hasse Tiere hasse, die sich heilen können. So, und jetzt muss das klappen. Nicht heilen. Ja, toll. Kann ich Frosty. Komm. Oh, Frosty ist gerade gestorben. Sehr schön. Das läuft doch. Flap. Herr mit der Wüstenspinne. Ja, Frosty, du bist echt ein Ei. Aber das Blizzard-Bären-Baby ist fast Level up, also es hat auch was. Jetzt muss ich natürlich noch warten. 4 Minuten. Ah, naja, auf jeden Fall haben wir da vorne einen Goldkäfer, den haben wir schon. Eine Klapperschlange. Klapperschlange haben wir noch nicht. Die wollen wir natürlich haben. Noch eine Klapperschlange. Ah, doch, die haben wir schon. Nee, dann nicht. Nö, dich wollen wir nicht. Wir müssen Zeit sparen. Auch wenn es heißt, ich sollte eigentlich jeden Kampf mitnehmen, aber ich muss Zeit sparen. So, dann gucken wir mal, was haben wir noch gebraucht? Den Mistkäfer. Mal schauen, ob wir den, werden wir, denke ich mal, auch wieder finden. Den sollte es ja bestimmt hier in Hülle und Fülle geben, den guten. Aber lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall sieht das hier aus wie ein Wüstensturm. Sieht das aus wie ein Wüstensturm? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen tiefer in die Wüste fliegen, weil wenn, dann könnte ich vielleicht Glück haben. Aber ich weiß auch leider nicht mehr, welches Tier ich dann fangen wollte. Keine Ahnung. Okay, drück mal den erstmal in eine ordentliche Bereitseite rein. Das juckt mich nicht. Und fang. Das war cool. Was haben wir denn hier? Ein Sandkätzchen. Oh oh. Mach hinne. Haben wollen. Danke. Ich will das Sandkätzchen haben. Ich weiß nicht, ob es das Tier war, was man nur bekommt, wenn ein Wüstensturm tobt. So, Baby, jetzt musst du hier mal ein bisschen hinmachen. Hau das Ding jetzt zu Brei hier. Ja. Gut, der Heilschlag hat schon mal nicht funktioniert. Das ist schon mal dufte. Nein, nicht die. Falsche Fähigkeit gedrückt. Jawohl. Egal, komm. Sandkätzchen. Ja, ja, bla, gewonnen. Schön. Ich will mich beeilen. Laufen! Okay, wir wollen das Sandkätzchen haben. Wie sieht's denn aus mit Heilung? Eher schlecht, aber egal. Wir werden schon irgendwie überleben. Komm mal her, hier, du. Und hier fliegen auch Möwen rum. Das ist auch interessant. Zwei Tiere, die wir brauchen. Und die Möwe wäre sogar noch rare. Was machen wir denn jetzt?
Egal, wir wollen erstmal das Sandkätzchen haben. Oh shit. Und dass man nicht in die Hose geht. Komm du mal ran. Du machst ja noch mehr Schaden. Nee. Okay, no risk, no fun. Wenn das Sandkätzchen stirbt, dann müssen wir uns halt die Möwe krallen. Verdammt. Egal, dafür haben wir gegen den nicht so viel Damage drauf, aber ist okay. Die Möwe ist rare, die gefällt uns natürlich auch. Und die hat auch diese lustige Windfähigkeit. Hey, das freut mich ja. Die all meinen Gruppenmitgliedern Schaden verursacht. Wie ihr seht, flumm. Da hinten macht er gerade mal so ein bisschen Damage. Das Vieh ist auch schneller als ich, das nervt mich. Auf meinen Kern und Welpen zu vergewaltigen. So. Bam. So, und jetzt wollen wir das natürlich fangen, das gute Tier. Und meiner. Juhu. Gut, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt haben wir eine Rare Möwe. Aber das Sandkätzchen nicht. Und ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich hier irgendwo dieses Vieh finde. Ich weiß auch nicht mehr, welches Tier das leider war, was hier rumgeguckt ist in der Wüste, nur beim Sandsturm. Aber wie es aussieht, tobt der hier gerade volle Möhre. Wüstenspinne, Klapperschlange. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier der Sandsturm darstellen soll, oder? Sandkätzchen, da war es doch. Komm her. Gut. Können wir heilen? Wir können heilen. Come on. So, Frosty kommt ins Rennen. Und dann werden wir uns mal das Sandkätzchen krallen. So, Frosty, ein Schlag noch und dann... Jawohl. Und fangen daneben. Auf jeden Fall haben wir schon mal damit heute eine gute Runde Tiere eingesackt. Das freut mich ja. Also Tanaris hat sich ordentlich gelohnt. So, jetzt müssen wir die Möwe wegbrezeln. Aber das kriegen wir auch hin. Ich glaube, ich werde nochmal das Blizzard-Bär-Migi reinholen, auch wenn es kontraproduktiv ist vom Damage. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr so weit vom Level entfernt, deswegen. So, und jetzt klatscht bitte die Möwe weg. Zumindest so bald. Och man. Hau rein. Na los. Boah, das ist wie weich dann dauernd aus. Egal. Austauschen hier. Du hast jetzt die Aufgabe, klopp jetzt diese blöde Möwe weg. Geht doch. So, und damit haben wir auch das nächste Tier gefangen. Ein super, super Sandkätzchen. Toll. Fein. Ich werde mich jetzt trotzdem immer noch so schnell wie möglich immer ein bisschen durch die Wüste cruisen hier, weil ich möchte mal wissen, ob es das wirklich das Tier war. Was man nur bei Sandsturm fangen kann. Ich habe es nämlich irgendwie schon wieder voll vergessen, was der gute Hisashi-Osan geschrieben hat. Klapperschlange wollen wir nicht. Haben wir. Aber das ist doch Sandsturm, oder? Der tobt. Das ist, was soll es sonst sein, wa? Stinkelkäfer haben wir schon. Was haben wir hier? Streifenschwanz-Skorbit. Haben wir den schon? Ja, sogar im Rare-Format. Stinkkäfer, Goldkäfer haben wir auch schon. Alles nichts Bewegendes. Klapperschlange. Goldkäfer haben wir auch. Oh Mann, was war das nochmal? Was nur bei Sandsturm kommt. Jetzt müsste ich auch nur noch wissen, wo in Tanaris.
Jetzt sind wir hier schon bei den Ogern. What was that? I don't know. Egal, fliegen wir mal kurz über diese kleine Oase hinüber. In der Hoffnung, dass es hier noch irgendwas gibt. Was Außergewöhnliches. Nö. War ja klar. Klapperschlange. Menschenskinder. Klapperschlange. War das nicht irgendwas mit Trollen? 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 In der Nähe von der Trolle? Hier gibt es leider nur so mehrere Trolle. Egal, gucken wir mal. Klapperschlange. Da oben gibt es ja noch so ein. Hier gibt es mehrere so kleine Trollbasen. Wüstentrollbasen, wo die rumgucken. Ich meine, es war irgendwas mit Trollen. Stinkkäfer. Oh, was gibt's hier noch Schönes? Zeliten vielleicht. Das ist ja auch mal was. Aber ich denke mal, dass man die eher in Silizius fangen kann. Das würde auch auf jeden Fall mehr Sinn machen. Nun ja. So. Höhen der Zeit. Kleinen Bronzedrachen oder sowas. Wüstenspinne. Also jetzt habe ich gerade fast in Schnelldurchlauf diese Wüste abgeklappert. Klapperschlange. Ist hier noch irgendwas Interessantes zu fangen? Ich glaube nicht. So, dann mal ein bisschen mehr am Meer lang. Sandkätzchen, Stinkkäfer. Oh Mann, ich hoffe, der hält noch eine Weile an, bis ich zumindest doch den wirklich nördlichsten Punkt erreicht habe. Da hinten. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit Tanaris. Und ich habe keinen Plan, was das nochmal für ein Tier war, was nur bei Wüstensturm kommt. Schon ein bisschen ewig her, dass ich diesen Kommentar bekommen habe. Und was bietet sich natürlich jetzt besser an, als wenn gerade ein Wüstensturm tobt, sage ich mal. So rein zufällig. Goldkäfer. Nö, 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 nö. Klapperschlange? Können wir nicht über Sulfarak auch rüberfliegen? Kann man. Heutzutage alles. Schauen wir doch mal. Gibt's hier noch Tiere? Achso, ich könnte aber eigentlich ein bisschen rauszoomen. Boah, hier sieht es ein bisschen tot aus. Okay, dann wieder zurück. Ich glaube, dann können wir doch mal gleich in den Krater von Guru. Zeit haben wir noch ein bisschen. Aber es ist eigentlich interessant, was einem erst so auffällt, wenn man mal wirklich drüber fliegt. So verrückt, zum Beispiel hier diese Brücken. Das ist mir damals irgendwie nie so richtig aufgefallen. Daran guckt man auch mal groß in der Instanz nach oben. Also ich nicht. Bin damit eher beschäftigt, auf Gegner einzuprügeln. Egal, was es hier gab. Ich weiß es nicht, ob es dieses Sandkätzchen war. Keine Ahnung. Jeden Fall finde ich sonst irgendwie gerade nichts Außergewöhnliches. Ich gucke jetzt nochmal den letzten kleinen Punkt da, dieses Silizium.
Selitidenfeld hier, was hier noch ist. Und dann sind wir auch schon durch, also der giftige Unterschlupf. Und dann können wir auch gleich rüber in den Krater. Mal schauen, was wir da noch so Schickes finden. Ich meine, dass ich, als ich mal ein bisschen durchgeblättert habe, die Haustiere da auch noch einiges gelesen habe. Aber naja, schauen wir mal. So, hier ist auf jeden Fall nichts. Oder es müsste erst spawnen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich schon mal nichts hier mehr. Gut, damit haben wir Tanaris erledigt. Dann würde ich sagen, nutzen wir noch die. Warte mal, das war das doch. Ein Stinkkäfer. Schön. Dann nutzen wir die Zeit noch und gehen noch in den Krater von Unguru. Und gucke mal, was uns hier noch so Schickes erwartet. Also auf jeden Fall haben wir in diesem Part schon ordentlich was an Tieren gefangen. Da kann man schon mal nicht meckern. Das lief heute schon mal echt gut. Seidenmotte haben wir, soweit ich weiß. Oder? Haben wir. Ein stinknormalen Käfer haben wir auch. Mann, immer diese doppelten Tiere. Gescheckter Laubfrosch, sowas haben wir nicht. Papageien-Smaragd. Boah, jetzt geht's hier rund. Okay. Smaragdbohr haben wir. Was ist denn der gescheckte Laubfrosch? Da ist er. Den nehmen wir natürlich mit. Oh Gott. Ich darf hier gleich ein Hardcore-Battle verrichten. Ich habe mir natürlich voll das falsche Tier ausgesucht. Egal, machen wir mal ein bisschen Frost. So, dann wechseln wir mal das Tier. Oh, der gescheckte Laubfrosch ist sogar rare. Das wäre dann heute unser zweites Tier. Wenn er uns noch am Leben lässt. Und diese Drecksau heilt sich. Aber bei dem muss ich mal kurz noch. Bevor der sich nämlich nochmal heilt. Verdammt. Jetzt darf der auch wieder angreifen. Nein! Och Mensch, Kinders. Es macht keinen Spaß. Und ich habe mich auch noch verwandelt. Na, Prost Mahlzeit. Das läuft ja. Warum zieht jetzt diesen blöden Frosch hier an? Ich will den haben. Kann doch nicht sein, dass er mich jetzt fertig hier macht. So, klatsche mal gleich noch eine, bevor der... Bam! Und fangen. Ey, der macht das voll fertig. Haben wir den jetzt endlich? Danke. So, jetzt müssen wir noch die Kakerlaken loswerden und das wird jetzt noch eine witzige Aktion, würde ich sagen. Egal. Irgendwie müssen wir die ja packen. Oi, das hat gesessen. Bäm. Okay, ich will mal Frosty trotzdem reinholen, der hat noch die meiste EP. Das meiste Life. Der gute. So, jetzt überlege ich gerade noch, wie das Tier Nummer 3 hieß, was wir, das Tier Nummer 2 hier hieß, was wir fangen wollten. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Mann, ey, ich hasse es immer, wenn sie mir meine Schnelligkeit nehmen. Der Papagei war das, genau. So ein stinknormaler Papagei. So, und jetzt rotzt diese kleine blöde Vieh hier weg. Danke. Und wir haben heute ein zweites Rare-Tier gefangen. Das hat sich doch heute mal richtig gelohnt. Blizzard Bären Baby hat Level Up. So muss das sein. Und danke. Nice. Gut. Wo ist der blöde Papagei? Der fliegt doch hier bestimmt durch die Gegend. Da vorne ist er. Doch, den haben wir schon. Mit auf gewöhnlich. Egal, gucken wir mal weiter. 6 Minuten. Mal schauen, was sich da noch so finden lässt. Ansonsten machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Auf jeden Fall hat sich's mal gelohnt wieder. Part, wir haben einen Meistertrainer besiegt. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Tiere wieder gefangen.
So könnte es doch immer sein. Geschickter Laubfrosch sein, Motte. Oh, hier ist echt eine Menge unterwegs, muss ich sagen. Und hier. Geschickter Laubfrosch, Smaragdbohrer. Alles Sachen, die wir schon haben. Schön. Baumpython. Auch nichts Außergewöhnliches. Ich werde einmal den Bogen rumfliegen. Das ist, glaube ich, im Krater die beste Idee. Und dann wird man nochmal ein bisschen die. Kann man nochmal über die Mitte herüber fliegen. So. Kakerlake haben wir auch schon. Langschwanzmaulwurf, den haben wir sogar mit dem Team. Also ich habe mir jetzt eigentlich war ich mir sicher, dass da viel mehr kommt. Also bis jetzt hat es mich noch nicht umgehauen. Langschwanzmaulwurf. Das wäre hier mal so cool, so ein Dinosaurier. Wie den da. Ein Kleinformat oder so. Geschickter Laubfrosch. Smaragdbohrer. Maximilian von Nordhain. Smaragdbohrer. Ja, ich glaube, den Unguru-Krater schaffen wir noch, wenn wir hier nichts weiter finden. Ist ja echt. Mies. Baumpython. So, und die letzten zwei Punkte. War hier echt so wenig? Werde ich mich wohl mal wieder verguckt haben oder ich hab's schlicht und ergreifend mal wieder übersehen. Keine Ahnung. So, jetzt noch einmal in die Mitte und dann haben wir's. Fertig. Und ich krieg den Erfolg, dass ich den Krater von Unguru aufgedeckt habe. Wey. Ah, oh, ne, doch nicht. Mir fehlt ein kleiner Punkt, aber ist mir egal. Nö. Aschenscheide-Echse, ne? Also. Geht doch. Die haben wir noch nicht. So, der letzte Kampf. Und dann. Gegen zwei Papageien haben wir danach noch. Ja, das ist ja traumhaft. Aber auf jeden Fall hat sich dieser Part richtig gut gelohnt. Wir haben viel geschafft. Okay, jetzt muss ich das Ding auch noch fangen. Das sollte sehr die Schwierigkeit hier dran sein. Los! Nein! Und nochmal. Treffen wir auch mal schön. Come on. Danke. So. Jetzt wollen wir natürlich noch unseren Kern und Welpen rein. Der zündet da mal ein bisschen an den Papageien rum. Erstmal schwächen. So. Flupp. Und anzünden. Das kommt immer gut. Noch eine reinhauen. Der hat gesessen und der letzte Papagei, den werden wir hoffentlich auch noch los, aber ich denke, ich bin da positiver Dinge. Oh, komm runter da. So, ich hoffe, der überlebt jetzt noch. Zu früh gefreut. So, aber er hat immer noch den Debuff drauf, das freut mich auf jeden Fall, dann können wir ihn wenigstens noch. Okay, jetzt hat er ihn nicht mehr drauf. Hätten ihn etwas entspannter wegklappen können, aber okay. Den kriegen wir auch noch down. Ein Angriff noch. So, Freunde, und
mit jeder Menge neuen Haustieren, neuen Trainer besiegt, verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt World of Pet Battle. Bye bye, euer Tamix.